Hallo zu einer neuen The Forestus-Folge mit Hallo. Concord. Und ja, letzte Folge wurden wir ja dann von mehreren Mutanten angegriffen. Und jetzt müssen wir hier mal kurz, ja, Loch stopfen. Weißt du, ich finde das Loch jetzt gar nicht so schlimm, ne? Das ist ja jederzeit erflickbar, aber dieser Baum, den werde ich vermissen. Ja, das ist echt nervig, dass der Baum da jetzt weg Vor ist. allem die Frage ist, wo ist denn der Baumstumpf? Stimmt, also der wird auch nicht nachwachsen. Geil. Oh Mann. Haben die den Baumstumpf echt komplett kaputt gemacht? Boah, das ärgert einen. So. Stock, 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 Sieht, Stock. glaube ich, ganz gut aus, das Loch, oder? Hier nicht zu große Lücken drin. Ja, passt. 7 Baumstämme. Ach, verdammt, da braucht man ein bisschen mehr wie einen Baum. Naja. Dann gönnen wir uns den hier einfach mal. So, also Stocklager, das fülle ich immer gut auf, ne? Also 4 Dinger sind schon voll, ne? Ja. Bin ich ganz Das stolz nächste drauf. Stockprojekt kann kommen. So, was war mal gerade zu tun? Also ich bin gerade dabei, das Loch zu stopfen. Weil so kann das noch nicht weitergehen. Das stimmt, wir haben letzte Folge, glaube ich, auch eine Höhlentour machen wollen, wo wir in die gleiche Höhle gegangen sind, in der wir schon mal waren. Ja. Ja, ich glaube, da war was. Wenn diese kleinen Bäume fällt, kommen da eigentlich Baumstämme raus oder nur Äste? Oh nein. Was? Ah, ja, da ist wieder. Das sind ziemlich viele. Das ist irgendwie. Kannst du zu. Das Alter, der wäre jetzt beinahe über die Mauer gesprungen, oder? Problem ist, dass wir noch die Lücke haben. Hä, Leute, der steht auf der Mauer. Kannst du. Was für ein Arsch. Price. Hör auf, unsere Mauer kaputt zu machen. Kommt her. Alter. Uah! Nein. Doch, gegen zwei kämpfen ist echt schwer. Ja. Nein. Oh, das war wieder ein Fehler, Alter. Weißt du, wir rennen so weit weg, da denkst du, oh, jetzt nehme ich den Bogen und dann mit einem riesen Jump. Nein, ich habe keine Pfeile. Headshot. Lol, wieso habe ich keine Pfeile? Headshot. Arsch, Arsch. Muss man auf ihn schießen? Nein, 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 nein. Schlag meinen besten Freund nicht. Tu das nie wieder. Ich habe gerade einen Stein in der Hand. Ah, stimmt. Ja, das wollte ich auch mal ausprobieren. Hast du jetzt die Trophäe bekommen? Nein. Oh. Wahrscheinlich war er schon tot. Ab der Stein ist extrem blutig, das ist ganz wichtig dann. Geh auf, Tor. Hallo, Tor. Tor. Hallo, hallo, Tor. Hallo. Ach so, ich drück die falsche Taste. Oh. Tor. Hallo, Tor. Irgendwie. Ah, jetzt. Gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die mich einmal erwischt haben oder nicht. Aber ich habe da gerade, als wir angefangen haben zu spielen, nicht drauf geachtet, wie viel Life ich habe. Ich esse Snacks, weil wir haben so viel Snacks, ehrlich. Stimmt eigentlich. So. Jetzt nur kurz den einen Baum fällen. Sammle Baumstämme. Was hast du gebaut? Nichts. Was soll ich gebaut haben? Alter, wieso braucht man so viel Baumstämme auf einmal? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir waren bei 7 jetzt. I don't know. I don't know. I don't know. Fucking know anything. Baumstamm? Nein, da kommen fucking Stöcke raus. Ich wusste es.
alles in der richtigen Seite. Du hast jetzt echt nichts gebaut? Natürlich nicht. Wie der zu da drauf käme, das ist doch. Das würde ich nie machen. Der lügt mich doch an? Nein. Oder Leute, lüge ich ihn an? Nein. Siehst du, alle sagen nein. Du bist. Ach nee, so, ey, lass mich doch. Wow, sind das viele. Wow, sind das viele. Holy shit, ich bin weg. Ciao. Na. Wow! Alter, der ist mir voll hinterher gesprungen. Oh, oh. Hä, brenne ich? Ein Baumstamm fiel. Oh, chill doch mal. Ich brenne? Warum brenne ich denn? Ich bin ins Lagerfeuer gerannt, oder? Ich kämpfe hier gerade gegen 5. Ah, das machst du schon. 5 starke, jetzt chill doch mal. Ah, scheiße, ich habe hier keine Pfeile. Waffe? Lol, die macht sich gerade gegenseitig fertig. Ja, komm. Oh, jetzt kommt sie auf. Nein, ich mag nicht meine eigene Mauer zu schlagen. Komm jetzt daher. Komm hierher. Graf. Stirb jetzt. Meine Güte. Komm jetzt her. Oh, Alter, meine Rüstung, die geht langsam echt nach unten. Das ist gerade. Ich habe hier richtig das Problem, weil der hört nicht auf zu schlagen. Ich habe keine Chance. Der hat mich voll in die Enge getrieben und wenn ich aushole, dann. Ich muss jetzt mal gegen unsere Wand schlagen, es hilft nichts. Der hat mir zu viel gekostet. Scheiße. Ein Gegner kostet mich manchmal so viel. Manchmal gehen die voll easy und manchmal sterben die einfach nicht. Schau mal bei mir hin, Alter. Ich habe hier gerade echt Riesenprobleme. Ja, scheiße. Ja, das machst du schon. Nein, ich kann die Steuerung nimmer, ey. Komm schon, mach halt einen Headshot. Was habe ich noch kaputt gemacht? War hier irgendwas? Nee. Schaffst du es oder brauchst du Hilfe? Die anderen laufen gerade wieder ein bisschen weg. Ah, sie hauen ab. Ist nur noch einer da? Hast du vorhin die Knochen aus dem Lagerfeuer geholt? Ja, aber nicht alle. Ja, dann sind wieder welche verschwunden. Das nervt ein bisschen. Weil ich da wieder gar keine Rüstung ist. Ach Gott! Ich einmal dachte, weißt du, ja, wohl. Also von einem müsst noch das drin sein, vor allem von einer Leiche. Nee, da war nichts mehr drin, nur die ich jetzt verbrannt habe. Alle essen die gerade die Leiche? Lol, die essen gerade die Leiche von dem Typen, ey. Ehrlich? Ja gut, die essen die Wahl, Leute. Jetzt komme ich dann. Was? Oh, das geht. Oh Moment, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Was denn? Ich habe Bomben und Molotovs. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich die hinwerfe. Hattest du gerade, hattest du schon Baum bereit? Oder? Nee. Baumstämme oder hattest du da alle? Doch, da müsste noch irgendwo Baumstamm rumliegen. Okay. Bis ich die gefunden habe, habe ich auch einen eigenen Baum gefällt. Ah, oh, Headshot, gell? Sind es nur noch 3. Oh, es wird auch ein Headshot. Nein! Weil ich mach das Loch schnell zu. Headshot! Loch ist zu. Genau, hört ab, ihr. Yeah. Mongolaten. Ja, man sollte doch vielleicht irgendwie immer so einen Baumstamm Vorrat haben zum Flicken. Weißt du, schnell flicken. Ja, fürs Flicken ist eine gute Idee, ja. Immer so. Wieso hatte ich jetzt keine Ausdauer mehr zum Schlagen? Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Alter, ich habe hier gerade echt viele Leichen, aber ich glaube, die sind alle irgendwie im Wasser. Aha, jetzt habe ich die Errungenschaft bekommen.
Ehrlich? Ja. Und hast du da, muss er noch gelebt haben, oder? Ja, der hat da irgendwie so noch Geräusche gemacht und dann. So, wo ist denn der andere? Kannst du mal kurz zum Strand kommen? Ich ich bin schon da, ich bin schon da. Da ist die erste Leiche und da ist noch eine. Alles sieht aus. Gott, das ist ein Massaker hier. Oh, Alter, gegen 5 Viecher. Richtig gut. Hast du gut gemacht. Ich habe gegen einen schon fast verkackt. Ah, du hast die Mauer rumgezogen. Ja, du musst unbedingt das Licht draußen machen. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Soll ich die schnell, soll man die noch holen oder eher? Ja, komm. Na, was brauche ich aber unbedingt mit der Rüstung? Richtig. Wie viel waren es noch? Muss ich nochmal mitgehen? 2 waren es, glaube ich, noch. Ah, gut. Ja, 2. Du nimmst den großen. Toll. Danke dir. Lieb von dir. Ja, du hast ja jetzt gechillt. Ich habe einen harten Kampf hinter mir. Alter, ich musste voll drauf achten, damit ich, während ich mit dem kämpfe, nicht unser eigenes Zeug kaputt mache, weil er immer gegen den... Oh, sieht aber gerade richtig geil aus, wenn der Turm da so leuchtet. Haben wir da Beleuchtung hingebracht? Ja, ich habe letztes Mal da Lampen hingebracht. So. Hast du den Kronleuchter hingemacht oder was hast du da hingemacht? Nee, die Kronleuchter kann man nicht hinbauen. Nee, ich habe diese Standdinger da hingebaut. Die wir jetzt überall haben. So, dann baue ich mir gleich mal eine Rüstung hier. Trag. Wir sollten vielleicht gleich schlafen. Ja, unbedingt, oder? Unbedingt. Aber ich mag noch die Knochen, weil sie sind die wieder am nächsten Tag. Ich kann noch nicht schlafen. Mhm. Was? Na gut. Wetten, ich kann schlafen? Ja, du kannst natürlich schlafen. Das ist klar. Warte, ich guck. Natürlich kann ich schlafen. Ich kann schlafen. Oh, war klar. Das Feuer ist aus. Warum ist das Feuer aus? Wieso kann man... Achso. Ja, der brennt noch vor sich hin, aber... Der fällt jetzt ja gar nicht auf. Hä, der eine liegt ja gar nicht im Feuer. Was soll das? Sechs. 1, 2, 3. Und 2 brauche ich noch. Moment, da, wieso ist das kaputt? Wo? Also ja, das kann sein bei dem Kampf, den ich habe den ja hier drin geführt. Haus hier? Ja, ja, der ging ja über das Ganze, das war hier bei einem Haus und dann war es hier mal unten. Und hier habe ich dann aufgehört zu schlagen, weil ich wollte unser Licht nicht kaputt machen. Und was übrigens auch leicht beschädigt ist. Deswegen habe ich immer genau, so. Mal einer. Deswegen habe ich immer so wenig wie möglich gehauen. Weil da hatte ich immer Angst, dass ich irgendwie Sachen von uns kaputt mache. Wie viele Knochen hast du gerade im Inventar? Warte, ich tue mir noch eine. Ich bräuchte theoretisch noch einen Knochen für einen Sechser. Ui, danke. Da. Die anderen tue ich eh da rein. Wobei. Nee, die behalte ich erstmal, weil. Ich weiß nicht, ob mal spontan vielleicht. Ja, nee, ich brauch dann sowieso. Ja, also. Ach, nee, einer von meinen Zuschauern hat letztes Mal gemeint, dass vielleicht eine gute Idee wäre, um den Turm rum noch eine Mauer zu bauen, eine Steinmauer. Falls wir uns da verschanzen müssen und die Mutanten mal durchkommen sollten, dass wir unseren Turm nicht gleich verlieren, wenn wir oben draufstehen, wir beide. Ja, ist keine schlechte Idee. Die Frage ist, das wäre jetzt theoretisch praktisch, glaube ich, aber es wird nicht gut ausschauen. Oder? Erstmal ist gut ausschauen, da ist erstmal das. Gut, je nachdem, wie ihr meint, wenn du einmal komplett außenrum eine Steinmauer machst, eine komplett runde, und dann einmal komplett hochziehst. Ach, das ist so ein Steinturm bauen, meinst du? Oh, das wäre. Moment, wie ist das mit dem. Aber ich glaube. Aber ja, genau, das ist meine Sorge. Erstmal wegen der Seil und dann auch, ob das großartig gut ausschaut, bis nach oben Stein. Ey. Oh Mann. Wo ist er denn? Kümmerst du dich drum schnell?
Ich brauche neue Pfeile, ich muss mir da ein paar Pfeile nehmen. Oh, lol, oh, oh, oh! Was? 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 Oh, oh, nein! Nein! Oh Gott! Nein, nicht beim Baum, nicht bei der Mauer! Ich gehe raus schnell. Lol, ich hab's. Wow, es sind viele. Komm schon, hört auf. Ich lock die ein bisschen weg. Verpisst euch! Haut's ab! So, erstmal die Mauer zu machen. Hau ab! Hast du repariert? Ja, scheiße, wir müssen eigentlich schlafen. Ja, ich weiß. Aber wir können nicht schlafen, wenn Gegner in der Nähe sind. Achtung, hinter dir. Ey, Glücksack, sollen wir die Nacht vielleicht sogar jetzt durchmachen? Komm, wir werden jetzt klüger, ne? Lass mal vielleicht in diesem Schlafkutten muss er annehmen. Alter, warte, gehen wir wieder zum Meer. Ah, jetzt hat er mich voll erwischt. Scheiße! Zum Meer! Ja, ist ein. Der sieht ja neuer. Der sieht ja ganz komisch aus. Mist, jetzt habe ich Leben verloren. Weil Rüstung ist wieder. Mann! Jedes Mal, wenn ich denke, oh, jetzt geht meine Rüstung wieder hoch. Bam! Ja. Jedes Mal. Da erwischen sie dich einmal, weil es so sau viele sind. Das ist doch schon wieder ein neuer Gegner-Typ, der ist irgendwie. Nee, den hatten wir schon. So Art Mühlen irgendwie. Vorsicht hinter dir. Oh Mann, da war doch gerade keiner. Wo kommt der her? Der ist gerade. No. Ey, die halten so viel aus. Nicht töten, nicht töten. Oh, nicht töten. Ich wollte ihm auch einen. Oh, boah. Nein! Aua! Was? Der eine ist doch innen drin, oder? Nein, 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 nein. Die kommt rein, die kommt rein. Aha, du hast es offen gelassen. Ja, die eine war irgendwie 8 drin, ey. Wie ist die da rein? Oh! Die eine liegt noch. Wow, es ist wieder 2. Oh Mann, ich verliere meine Karte. Ich habe keine Ausdauer. Wow, schon wieder einer. Oh. Jetzt reicht's aber lang. Ist fucking. Warte, Alter, kannst du die scheiß Türe zu? Ja, ich geh grad. Nein, 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 nein! LOL, der zieht den gerade weg. LOL! 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 Was? 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 Geh von unserer Treppe runter, ich mach das Tor zu. Nein, 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 nicht in den Garten! Komm, nein. Komm raus! Nein! 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 Komm raus! Komm. Kämpf du, ich repariere! Nein! Kämpf du! Ich repariere! Hallo! Komm raus! Komm raus! Aua, jetzt komm. Bin ich fast tot! Scheiße, 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 scheiße! Nein! Ja! Nein, komm raus! Ja, brav, brav! Komm da weg! Nein, hau ihn doch nicht immer wieder rein! Oh, danke schön! Oh, holy shit, Alter. Wir haben gerade echt fette Verluste, ne? Also eine Mauer an alles Mögliche. Oh, oh Gott. Alles beschädigt. Ja, unser ganzer Garten ist. So. Hinüber. Naja, gut, nee, wir stimmt doch gar nicht. Oh, jetzt ist auch. Oh, shit. Doch, guck dir eine Pflanzen, da sind alle kaputt hier. Ja, mein Gott. Ich will gleich mal Aloe Vera wieder rein. Oh nein. Das ist jetzt nicht so tragisch, aber ich friere gerade wie Ochsenkacke, ey. Ich gar nicht gewusst, dass Ochsenkacke frieren kann. Ey, ist so eine spannende Folge eigentlich schon wieder, obwohl wir nichts machen. Einfach nur überleben. Einfach nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Müssen wir jetzt doch schlafen? Nee, da kommt der ganze Rhythmus weg. Nee, jetzt wollen wir jetzt schlafen. Weißt du, jetzt habe ich einmal meine Rüstung wieder, weißt du, aufgefüllt ja. Und zack, ein Angriff und alles auch. Weg. Oh, was für eine Scheiße. Was für eine Kacke, ey. Ich sag's dir. Ach, die Snacks sind gerade ganz praktisch. Ja. Ja, du wirst jetzt eh gleich wieder. Nee, nee, das dauert, glaube ich, noch ewig. Haben wir jetzt irgendwie Löcher in der Wand? Oder irgendwas kaputt?
Ja, ich gehe mal kurz hier. Es hat eh aufgehört zu regnen, oder? Ja. Ist hier vielleicht noch irgendwas kaputt? Beim Haus hier. Ich höre so schon wieder hecheln. Straßenleben noch. Ich höre so schon wieder hecheln, bitte nicht. Die Frage ist gerade, ob wir. So Effigies, ob die vielleicht echt was bringen, auch wenn man es jetzt nicht anzieht, ob die jetzt dann vielleicht doch die Siedlung meiden, wenn wir da jetzt Effigies irgendwie aufbauen. Entweder das oder die. Ich weiß nicht, hält es die echt ab? Und wenn ja, werden die aber dann, wenn wir außerhalb von unserer Siedlung sind, aggressiver? Das war das auch dieses Mysterium von der letzten Staffel eigentlich, wie das jetzt wirklich ist. Ja, also ich muss ehrlich sagen, bei der letzten Staffel war es überhaupt nicht so. Da waren überall Effigies und die haben trotzdem leicht angegriffen. Ja, und deshalb haben die total ignoriert. Glaube ich. Aber das Ding ist, selbst wenn wir so Effigies bauen wollen, brauchen einfach immer die Knochen. Außer wir haben wirklich mal mehrere Kämpfe, wo wir echt keine Rüstung verlieren. Weil das, meistens verliere ich halt Rüstung, wenn die irgendwie unsere also die Wand angreifen und ich dann versuche, das zu verhindern. Oftmals denke ich mir, oh ja, die greifen die Mauer an und da ist gerade keiner, nehme ich einen Bogen in die Hand und genau in dem Moment werde ich immer angesprungen. Ja, und das ist halt echt. Das ist mein Hauptproblem. Das ist einfach mein Hauptproblem. Wie geht's unseren Häschen? Also die für mir. Oh nein. Ich hab's gerade stampfen hören. Ich nicht. Aus! Ich ganz geh aus! aus! Nee, ganz kurz habe ich's stampfen hören. Aber es muss weit weg sein, weil. Ich gehe mal auf den Turm. Aber du siehst, glaube ich, auch nichts, oder auf dem Turm im Dunkeln. Kryptisch. Ich frag mich auch, ob die dich auf dem Turm sehen und dadurch angreifen. Das habe ich mir auch schon manchmal überlegt. Wir müssen unbedingt hier alles volle Fackeln hinstellen. Dann sehen wir in der Nacht auch alles. Das wäre mega nice. Oh ja, das stimmt. Weil jetzt haben wir hier eigentlich eine relativ große offene Fläche, wenn man da so. Ja. Es wird hell. Hey, es wird heller. Es wird hell, oh Gott sei Dank. Oh, ich muss mal kurz was trinken, hab richtig trockenen Hals irgendwie. Gut, ich komm random. Ah. Das hast du schön gemacht mit den Fackeln hier, ist mir gar nicht aufgefallen. Wann hast du das gemacht? Letzte Folge eigentlich. Oh Gottchen, oh Gottchen, oh Gottchen. Da 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 da. Gut, dann haben wir jetzt die Nacht durchgemacht. Aber speichern tue ich trotzdem mal. Schnell. So. Okay, das ist einfach ein richtig nerviger Bug gerade. Was? Weil in diesem Pfeilekorb sind doch eigentlich auch nur hochwertige Pfeile, ich sehe es ja sogar. Ja. Aber wenn ich die aufnehme oder auch die Pfeile aus den Leichen raus, dann sind es immer diese selbstgecrafteten Pfeile irgendwie. Echt? Nee, das sind immer die hochwertigen. Das ist bei mir verbuggt. Deswegen, das hast du mir auch nie geglaubt, ne? Wenn du gesagt hast, ja, immer wenn ich die rausziehe, wenn ich deine Pfeile rausziehe, dann. Ja, das ist irgendwie. Habe ich deine Billigpfeile und ich habe immer gesagt, nein, ich habe keine Billigpfeile. Ich habe ganz am Anfang, ich glaube, 5 Pfeile hergestellt und seitdem habe ich nie wieder Pfeile hergestellt. Die habe ich immer nur geholt und jetzt gerade hole ich mir nochmal neue. Ach komm. Gut, also was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir jetzt das Lagerhaus hier? Wie wäre es, wenn wir erstmal die bekämpfen, wollen die gerade hinterher rennen? Ach, schon wieder. Wobei, warte kurz. Nee, sind stehen geblieben. Da hinten oder laufen wollen sie. Wir jetzt schon mal so die Fackeln bauen oder sowas? Ich glaube, die Fackeln wären mir jetzt gerade irgendwie lieber. Wenigstens bei den Eingängen und so. Aber jetzt ist halt die Frage, welche. Sollen wir die normalen verwenden da? Ja, oder? Ja. In der Dunkelheit reicht es, glaube ich, dass man da was sieht. Ja, ja. Ich kann es ja nicht mehr ordentlich bauen, weil jedes Mal, wenn du im Baumenü bist, wirst du eigentlich angegriffen. Also wir müssen mal schauen, ob diese Effigies echt. Jetzt mittlerweile was machen, weil das ja, und, auch, echt und auch wie es mit den Hasen jetzt ausschaut. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht, deswegen. Also wenn du die Lampen hinmachst bei offenen Toren, weil sonst. Gibt es da so ein Problem. Also nur wenn die Tore offen sind. Und dann so in die Ecke stellen vom Tor.
Die hängenden Lampen kriegst du da aber nicht ran, oder? Ich glaube nicht. Nee, schade. Wäre irgendwie cool gewesen. So irgendwie ranhängen an den Dingern. Boah, das wäre fett. An jeden einzelnen Baum schon so einen Schädel hängen. Boah, der leuchtet. Ah. Das wäre schon cool gewesen. Da bräuchte man zwar ein ganzes Dorf dafür, aber das wäre es mir wert. Ja. Wollen wir eigentlich in der Innenseite... Das Tor geht falsch auf. Welches Tor geht falsch auf? Ja, und die anderen gehen halt nach außen auf und das hier, wo ich... Jetzt habe ich einen Schädel in der Hand. Wieso zum Henker habe ich ein... Ach mei, ich habe keine Sticks. Oh, Mann. Da ist noch irgendwas kaputt. Reparieren. Also bei den Gebüschen hier gehen euch ganz sicher keine Sticks aus. Nee. So. Ja, wir haben jetzt eh nur 3 Tore. Oder? Das hier. 1, 2, 3. Und oben haben wir ja keins. Ey, wir haben hier eine Leiche übersehen. Was? Das geht aber gar nicht. Nope. Schmeißt du gleich mal ins Feuer. Jetzt, ich höre. Mutant. Voll eindeutig. Der rennt auch. Warum rennt der? Der rennt zu dir! Ich mach's dazu! Das heißt, Molly. Genau, erstmal ausrüsten. So. Burn, burn, burn. Du Motherfucker. Oh, mein Ausdauer ist aus. Nein, 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 nein. Dann nimm irgendeinen Snack oder sowas. Ja, ja, ja. Also, es geht. Ich kann, wenn der mich verfolgt, nicht in den Tag gehen. So, Soda. Boom. So, jetzt bist du. Was mach ich da? Was mach ich da? Hab ich keine. Bomb? Also ich hab meine Kopfbombe. Komm, Kopfbombe, Forte Win. Alter, kann man die nicht so. Oh, scheiße. Das nervt so. Alter, das... kann man die Kopfbombe nicht so weit werfen? Was zum Teufel? Hallo! Jawoll! Anscheinend nicht. Lol. Ja, klar. Ja, daneben geschossen. Da ist ein Hase! Jetzt dreht sie einfach um. Ich hab den Hasen erwischt. Sehr gut. Da ist auch noch eine Schildkröte, die wir killen können fürs Fleisch. Lol, ist da gerade ne. Nee, die. Danke für den Pfeil. Das ist aber nur so ein billiger, zumindest bei mir. Ja, weg. Geh von dem Hasen weg. Wir brauchen eh unser zweites Lager aus, weil wir jetzt langsam relativ viel Mutantenrüstung haben für den zweiten Stand. Bitte nicht auf mich gehen! Halten weg von mir. Jawoll! Hey, wieso war der jetzt so schwach? Ich verstehe das nicht. Was heißt schwach, Alter? Das waren. Alter, wir haben schon gegen andere gekämpft, da haben wir 10 Stunden gekämpft und 20 Millionen Bomben und 5 Millionen Molotovs geworfen. Und der war doch im Vergleich relativ simpel. Ja. Ach, so hast du die Schildkröte auch schon gekillt. Aber ja, mir geht's gerade genauso. Entweder sammle ich gerade deine schlechten ein, oder. Ja, ich glaube, das liegt eher daran, dass ich bei mir halt schlecht angezeigt wird irgendwie. Und, ich weiß auch nicht gerade. Ich habe mir das schon genommen, den Hasen habe ich mir auch genommen, die Schildkröte habe ich mir auch gegönnt. Was? Ja, ich überlaufe. Ja. Oh, ich habe eine Trophäe verdient. Lol. Hä? Erst jetzt bekommen? Achso, ich glaube, ich habe. Ja, genau. Ich glaube, ich habe da nie einen
Vogel mit dem Vogel. Oh, au. Ah, warte, da war doch gerade. Ich habe doch gerade in eine Leiche reingehauen. Liegen da noch die Knochen? Hm. Alter, wie schnell die spawnen die denn? Was für eine Kacke. Ich habe doch gerade die Leiche da reingelegt, die vorhin übrig geblieben ist. Die spawnen aber wirklich schnell, ne? Sicher, dass das jetzt gespawnt ist? Ja, ja klar, ich habe sie reingelegt. Ja, vielleicht im Unterbewusstsein genommen? Nee, normal nicht. Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das einfach mal. Brauchen viel mehr Fleisch. Unser Lager ist so leer. Ja. Aber du kannst auch jetzt deine Schildkröte und sowas hinhängen. Ja, dann. Schildkröte war sogar relativ wenig, ehrlich gesagt. Zwei Stück halt müssten sein. Ja, genau, zwei Stück. Aber ein Reh war mehr, ne? Da habe ich noch ein kleines Fleisch, also dieses. Nee, Reh war glaube ich auch nur zwei, oder? Hast du hier sortiert gehabt? Das war jetzt nur H. Links war nur. Deine sieht anders aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht anders aus. Das ist aber ach, trotzdem Hals. Nee, das ist kein Hase. Loch. Ah ja. Loch. Und hier, warte, Hase? Nee, so. Das eine ist alles Lu. Das ist. Hase, Hase. Wieso ist da das? Ist ein Reh. Hier ist ein Reh, ja. Hase, da ist ein Hase. Das ist dann Reh, Luch. Achso, das ist anders hingehängt einfach. Das ist gerade. Luch. Lol, das Luch. Passt hier gerade gar nicht zusammen irgendwie. Nee, gar nicht. Das ist. Hier ist nochmal Hase. Hase. Also das ist jetzt aufgehoben oder? Hier hänge ich jetzt Lurch hin. Lurch, Lurch, Lurch. Jetzt habe ich hier einen Hasen. Der Hase kommt hierher. Jetzt haben wir Hase, 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 Reh. 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 Luch, Luch, Luch. Gut, passt. Jetzt stimmt's. Ja. Vielleicht. Ja, aber stimmt's. Unser Lager muss hier noch ein bisschen aufgefüllt werden, dass es besser schaut. Voll. Und das andere muss jetzt auch fertig werden, damit ich da mal so dir, weil ich hätte würde gerne die Mutantenrüstung eigentlich eine neue machen. Ah fuck, der Kräftschema und wieder an. Hey, das gibt's nicht. Wo denn? Hey, wir sollten echt. Da hinten. LOL, wieso steht der auf unserer Mauer? Alter, wir kommen zu nichts mehr, ich sag's da. Oh, ist noch wieder viel. Aber ich mach gleich zu, weil ich hab keinen Bock wieder drin zu kämpfen. Ist das ein Headshot? Alter, so. Oh, wow! Yeah. Komm, wir gehen gleich zum. Wow, voll. Vorsicht, den Molotow-Werfer wieder. Lol, die haben sich tatsächlich angezündet. Ja, brenne! Wir rennen gleich Richtung Floß und schauen mal, ob wir den Headshots verpassen können. Lol, zwei brennen jetzt schon von denen. Sehr gut, oh, sehr ja, gut. Ja, zündet euch gegenseitig an. Oh ja. Komm, den machen wir jetzt. Plateau. Achtung, der andere kommt, der andere kommt. Alter, geht auf. Nee, er geht auf dich. Achtung. Achtung, nächster! Was? Oh. Ah, Mann! Achtung, nächster! Wow, das ist jetzt. Oh, nein, ich wollte blocken. Oh ja, haut sich. Man kommt sogar. Wow! Oh. Der wirft doch Tennisbälle, oder? Und trotzdem ist das Geräusch, als würde eine. Ding kaputt gehen, ist das. Oh shit. Die umkreisen mich gerade voll, Alter. Ja. Komm schon, der eine ist doch gut. Wow. Ich brenne, ich muss ins Wasser gehen. Schlecht, ja. Okay, ich bin gelöscht. Alter, der eine muss doch jetzt gleich tot sein, der hat gebrannt relativ die lang. Die halten immer mehr aus, die halten immer mehr aus. Ah, komm jetzt, einer ist am Boden. Der eine zieht den anderen weg. Ich glaube, die mögen keinen Regen, kann das sein? Oh, kann das sein, dass man, wenn man im richtigen Moment blockt, dass die zurückgestoßen werden? Ich glaube, es war gerade der Fall. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich blocke lieber. Wow! Das ist irgendwie so schlecht anzuschätzen, wenn der Angst hat. Wow! Gott, ich bock was. Ja. Aber wie viel hält denn der aus? Willst du mich langsam veräppeln oder was? Warte, an. Warte, den will er mich mit Steinen killen, oder? Ah, scheiße. Sorry, ich hab das. Ja, warte, ich muss ein bisschen drauf achten. Ja, aber ich mag noch die Trophäe gönnen. Nimm du den da? Ich hab schon wieder Hunger, Alter. Ich bin nur am Fressen und am Kämpfen. Ja, so ein Kampf ist auch anstrengend.
Ich habe mal wieder meine Rüstung verloren. Die ganze Folge haben wir nichts anderes gemacht, eigentlich nee, nur. Nichts. Noch und wir sind schon Überlänge. Oh Gott, ja, Überlänge auch noch. Ah, oh, Gott. Wenn es so weitergeht, ehrlich, dann können wir es vergessen, ey. Wenn die Angriffswelle weitergeht. Ja, ich würde jetzt echt fast mit den Effigies sein. Obwohl, wir brauchen die Knochen eigentlich wieder. Und das Lager brauchen wir aber auch. Für die Effigies brauchen wir keine Knochen. Hm. Da brauchen wir ja nur Sticks, Stein, Arme, Köpfe, Beine. Das machen wir schnell speichern und dann müssen wir unbedingt die Folge beenden. Ja, aber Effigies, das könnten wir echt vielleicht mal probieren. Irgendwas müssen wir mal probieren, ey. Na, so geht's echt nicht weiter. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.